Foto, Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich ja für die Firma Apeman einen Tech-Check gemacht. Und zwar ging es damals um den ITTL-Blitz für Nikon Apeman SL450. Ihr erinnert euch. Und ich muss sagen, ich war ja damals schon begeistert, nicht nur über den Blitz selber, seinen Preis und seine Preis-Qualitäts-Relation, sondern auch über das mitgelieferte Zubehör. Nun, das Ganze kam offensichtlich bei Apeman recht gut an und man bat mich, doch bitte ein Tutorial-Video zu drehen über den Apeman SL350. Und dann wäre dann dieses Teil hier. Und wie man jetzt schon an der Größe der Taschen sieht, ist der 350 von einer etwas anderen Bauart. Und zwar ähnelt der jetzt mehr den Yongnuo-Blitzen, beziehungsweise hat also die Canon-Karosserie-Design-Form. Schauen wir uns das Ganze mal ganz kurz an. Auch hier haben wir wieder diese hervorragend durchdachte Tasche. Die hat also diesen Gürtelclip, beziehungsweise die Möglichkeit, jetzt über diese Schlaufenhalterung auch an einem Fotorucksack befestigt zu werden. Das Ganze geschieht übrigens mit einer doppelten Sicherung. Also man hat zum einen diesen Klett, der jetzt diese Lasche selber hält, und dann nochmal hier einen Zusatz, der dann auch über dieser Lasche nochmal einrastet, und dann hat man eben die doppelte Sicherung. Okay, natürlich habt ihr dann hier die ganz normale Blitztasche. Und auch hier gibt es wieder diesen schönen Apeman-Standfuß dazu, der ein Metallgewinde hat, was auch nicht üblich ist bei Mitbewerbern, die ähnlich günstige Blitze produzieren. Okay, es gibt auch hier dann diesen kleinen Infrarotfernauslöser, mit dem man aber allerdings nicht vorfokussieren kann. Er hat also nur einen Druckpunkt, man fokussiert, löst aus, kann aber damit ganz hervorragend Selfies schießen. Das funktioniert sehr gut. Okay, das wäre das eine. Dann das andere wäre hier dieser sogenannte Joghurtbecher, also ein Aufsteckdiffusor, den man sonst auch bei den Mitbewerbern immer dazu kaufen muss. Auch den gibt es hier bei diesem Blitz von Apeman gratis inklusive sozusagen. Funktioniert auch hervorragend, sitzt stramm auf dem Blitzkopf auf. Hier in dieser Tasche, beziehungsweise auch mit eingesetztem Diffusor, kann man dann 4 AA, also AA-Batterien oder Akkus unterbringen, und hier in diesen Joghurtbecher passen dann nochmal mindestens 4 Akkus hinein. Ich meine, es würden auch 8 hineingehen. Also auch das sehr praktikabel, sehr gut durchdacht, eine feine Geschichte. Okay, zu dem Blitz ist neben den technischen Daten, dass er Leitzahl 58 bei ISO 100 und 105 mm Zoom-Einstellungen hat, noch zu erwähnen, dass er hier jetzt also im Gegensatz zum SL450 über einen sogenannten PC-Anschluss verfügt. Und damit ist nicht der Personal Computer gemeint, sondern es ist der Pronto Compure-Anschluss. Den gab es früher bei älteren Kameras, die keinen Blitz-Hotshoe hatten, wo es also diesen Mittenkontakt nicht gab, mit dem man einen Blitz auslösen konnte. Und so wurde das Ganze dann zwar in den Schuh eingesteckt, das war aber ein Coach-Schuh, und dann über Kabel mit der Kamera verbunden. Also auch das, ich weiß nicht, ob man das jetzt heute noch zwingend unbedingt braucht, ist aber hier in diesem Blitz integriert. Eine angenehme Geschichte. Und was es hier auch gibt im Gegensatz zum SL450N, ist ein Anschluss für ein sogenanntes Power Pack oder eine Power Bank oder wie immer ihr das Power Supply oder wie immer ihr das nennen wollt. Also ihr könnt hier dann sozusagen mit externem Strom diesen Blitz betreiben. Ich kann euch jetzt allerdings nicht genau sagen, ob dazu dann die Batterien integriert sein müssen, also eingesetzt sein müssen. Er funktioniert ja auch mit 4 AA-Akkus oder Batterien. Im Normalfall ist es so, die müssen integriert sein, weil damit das Bedienfeld dann energetisch gespeist wird. Aber der Blitz selber wird dann über das Powerpack mit Energie versorgt. Wird wahrscheinlich hier genauso sein. Dann habt ihr auch hier nicht diesen Clipverschluss, wie er jetzt heute dann doch immer mehr in Mode kommt, sondern ihr habt hier noch den einfachen Drehverschluss, ist aber okay. Und dann ein Metall-Hotshoe mit dem einzelnen Mittenkontakt, der für die meisten Kamerasysteme dann kompatibel sein sollte. Gut, das Ganze ist also eben kein TTL-gesteuerter Blitz, sondern ein reiner Slave, und den könnt ihr auch
über die Modi S1 oder S2 dann hier mit einem anderen Blitz auslösen. Beim S2-Modus dann mit einer Vorblitzüberspringung, also mit einem Ignorieren des Vorblitzes. Okay, der Blitzkopf ist in alle Richtungen drehbar, 270 Grad in der Horizontalen, 90 Grad dann in der Vertikalen. Von den Bedienelementen her ist er denkbar einfach gestaltet. Ihr habt also hier einen Ein- und Ausschalter, dann die üblichen Wippen und dann eben die Pilot-Taste, um eine Testauslösung zu machen. Dann die Mode-Taste für die vier Betriebsmodi, das wäre manuell, dann Multiblitz für Stroboskopblitzen, was auch frei einstellbar ist. Dann der S1 für reinen Slave-Betrieb ohne Vorblitz und der S2 für Slave-Betrieb mit Vorblitz. Super gut. Das wäre es hier also gewesen. Das Display ist in Ordnung, hellgrün, schön ablesbar. Ihr habt hier im Übrigen eine Batteriestandsanzeige. Das habe ich bei dem SL450N auch ein bisschen vermisst. Hier ist es mit dabei, eine Batteriestandsanzeige. Okay, und das war es dann auch schon. Natürlich könnt ihr den Zoom verstellen von 24 bis 105 mm Zoom-Faktor. Und ihr habt da natürlich dann auch die integrierte Streuscheibe zur Verfügung und die Bounce Card, mit der man dann eben trotz Deckenblitzen jetzt beispielsweise noch ein Porträt halbwegs ordentlich ausleuchten kann und Catchlights in den Augen erzeugt. Also von daher ein ganz normal ausgestatteter Blitz mit Leitzahl 58, das ist genug Power. Einfache Bedienbarkeit für den Anfänger wie auch für den Fortgeschrittenen und mit einer Preis-Qualitäts-Relation, die sich wirklich gewaschen hat. Also das ist schon in Ordnung. Da kann man sich gleich mehrere davon kaufen, um jetzt zum Beispiel seinen Strobistenbesteck ein bisschen aufzustocken. Sehr gut. Ein kleines Detail am Rande, wer über die Yongnuo Funkauslöser 602 oder 603 verfügt, der wird sich ja schon aufgeregt haben, dass wenn man die Yongnuo Blitze auf diese Funkauslöser aufsteckt, man die Ein- und Ausschalter nicht mehr betätigen kann. Das ist hier der Fall, beziehungsweise nicht der Fall. Das bedeutet, also mit den Yongnuo Funkauslösern funktioniert das ganz hervorragend. Ihr könnt die Ein- und Ausschalter hier ganz normal betätigen, weil es hier eben solch einen Absatz hat, der das möglich macht. Der Blitz an sich ist sehr sauber verarbeitet, er macht einen wertigen Eindruck und man hat wirklich das Gefühl, qualitativ hochwertig eingekauft zu haben mit diesem Gerät. Die Leistung ist mit einem leistungsgleichen Yongnuo vergleichbar. Auch hierzu gibt es eine ganz kurze Videosequenz, die ihr jetzt dann eingeblendet seht. Da waren jetzt aber keine großen Testserien vonnöten, das habe ich jetzt dann mal mit voller und halber Power gemacht. In 1 und 2 Meter Entfernung. Also einwandfrei. Okay, ich kann dieses Teil nur empfehlen. Ein Langzeittest wird zeigen, ob er auch im praktischen Betrieb durchhält. Aber ich denke schon, wird kein Problem sein. Tja, das war es dann von meiner Seite für diesen Tech-Check. Alles andere findet ihr ja in dem Tutorial-Video von Apeman. Und wenn ihr euch diesen Blitz zulegen wollt, ihr könnt ihn über Amazon bei Apeman bestellen, dann freut es mich, wenn ihr dazu den Link in der Beschreibung nutzt. Ja, dann wünsche ich euch, falls ihr ihn euch holt, viel Vergnügen mit dem Teil, allzeit gutes Licht und viel Spaß, euer Alex Schwarz.